Ihr Leitgetränk hat zwar noch immer mehr Volumensprozent, trotzdem ist der Bierpartei mit 2% ein Achtungserfolg geglückt. Die Truppe rund um den Arzt und Sänger Marco Pogo hat sogar den Einzug in 12 Bezirksparlamente geschafft, von Leopoldstadt bis nach Liesing. Dagmar Aigner hat den bierigen Kandidaten in seinem Heimatbezirk Simmering getroffen. Turbo-Biersänger und Bierparteigründer Marco Pogo empfängt uns in einem Simmeringer Bierlokal. Wie immer dabei seine Hausmarke. Also gefeiert haben wir ziemlich ausgiebig mit der Gefolgschaft, mit den Unterstützern. Es ist wirklich ein gigantischer Einstieg in die Politik für die Bierpartei. Das historisch beste Ergebnis der Bierpartei. Die Bierpartei hat mit de facto 0 Euro 2% erhalten. Die FPÖ hat mit 10 Millionen Euro 7,7% erhalten. Also jetzt muss man sich mal ausrechnen, wie viel die Bierpartei mit 10 Millionen Euro kriegen wird. Wahrscheinlich 300%. Gegen die Bezeichnung Spaßpartei wehrt sich Pogo. Der Arzt und Musiker verfolgt mit seiner Bierpartei, die er 2015 als Satirepartei gründet, durchaus ernste Ziele. Macht auch als Betroffener auf die prekäre Lage für Kulturschaffende aufmerksam und vermittelt seine Inhalte in den sozialen Medien. Humoristisch verpackt. Ich will das Vereinende über das Ausgrenzende stellen, ja, und kommuniziere das halt auch über das Bier, ja, dass ausländische Biere keine Gefährdung für unseren Kulturkreis sind, sondern eine Bereicherung. Sein erster Antrag als Bezirksrat in Simmering: ein Bierbrunnen für den Enkplatz. Prost.